Hallo, wir haben gerade einen Notruf bekommen. Die Lok eines Regionalzuges hat das kalte Wetter nicht vertragen und ist defekt. Der Zug liegt bei Berghausen. Du musst den Zug dort abholen und nach Köln ziehen. Fahre über die S-Bahn-Strecke nach Langenfeld, halte in Langenfeld 4. Du erhältst dort weitere Anweisungen, verlasse den Rangierbahnhof Reisholz über Gleis 12. Nutze die 2D-Karte für die Weichenstellung. Im Rangierbereich musst du die Weichen manuell stellen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Train Simulator 2013. Wir befinden uns auf der Strecke Köln-Düsseldorf und fahren eben das schon gerade vorgelesene Szenario. Gehen wir ja mal nur kurz in den Rangier. Da vorne rein, okay. Praktisch bis zu der roten. Bis zu dem roten Signal vor. So. Dass es hier so voll funktioniert. So stimmt's, glaube ich. Ne, wir müssen ja so rüber. Jetzt hier kommen wir dann auf Gleis 12. Dann kommen wir aufs 12er, ja. Ja, jetzt fahren wir einfach mal. So, jetzt stimmt's. Wir sind auf Düsseldorf Gleis Reisholz 12. Und das ist richtig. Passt perfekt. Und jetzt müssen wir praktisch nur noch die Strecke beenden. Irgendwo Caplight oder so. Ne, schaut schlecht aus. Ja, aber bis da vorne müssen wir sowieso noch mit 20 fahren, glaube ich. Passt. Alles noch geregelt. Da darf ich drüber. Das ist perfekt so. So, und sobald wir das hier erreichen, das Hauptgleis,
wird dann sicher eine andere Geschwindigkeit zugewiesen. Ja, jetzt haben wir schon 40 km/h. 40 ist schon mal was, oder? Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wirklich damit 40 hinfahren. Das wäre schon ziemlich mühsam, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, 120. Das hört sich schon viel besser an als vorher. So, dann begleiten wir unsere Lok hier mal durch die Landschaft. Hier mal anschauen, die Aufträge. So, da fällen sind wir immer auf der äußersten. Das dann gehen. Da ist unser Abschlepper. Also wie der Auftrag jetzt funktionieren soll, ist mir noch nicht ganz klar. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht einfach wird. Einen Moment mal, ich möchte nur kurz was schauen. Ja, das kann man nicht. Okay, den Ton kann man also nicht leiser schalten, weil ich finde, dass die Lok ein bisschen zu laut ist. Schauen wir nochmal rein hier. Wo wir hier durch sind, wird es nicht angezeigt. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier funktioniert. So, diese Züge brauchen wir jetzt. Nur wie soll man an die rankommen? Thank you.
Warum darf ich da nicht rüber? Bin ich mal gespannt, wie das gehen soll. Meiner Meinung nach funktioniert das ja so überhaupt nicht. Mal schauen, ob das so funktioniert. Ja. Bis zum Punkt umkehren, kurz hinter dem. Okay, das haben wir verkackt, scheiß drauf. Kurz hinter dem Abzweig fahre dann rückwärts nach Berghausen und hole den Zug ab. Okay. Okay, also hier umkehren müssen wir sowieso. Sobald wir Umkehr hier haben, werden wir automatisch auf das Nebengleis übergeleitet, wenn wir rückwärts fahren. Erteilt. So passt es. Ja, 120 sind hier. Passt wieder. Schnell die 2 Kilometer da zurückgefahren. Das hat man ja schnell hier, ja. Da steht der Regionalexpress. Ja, und wie der angekuppelt wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und es heißt Let's Play Train Simulator 2013 mit TeamTV. Ja, und bis dahin, tschüss, baba und auf Wiedersehen.